Ja, klar. Also, ich meine, man kann natürlich sagen, wir hatten es dann ein bisschen leichter, aber das musst du natürlich am Ende trotzdem erstmal machen. Da musst du die Geduld haben, musst die auseinanderziehen, musst du immer wieder links und rechts laufen lassen. Das war auch unser Plan, dann nicht auf Gedeih und Verderb direkt immer nach vorne spielen, sondern die Chemnitzer auch laufen lassen und müde laufen lassen, weil natürlich wissen, dass mit der Vielzahl von Spielen, die sie jetzt oder die wir jetzt alle schon in den Beinen haben, das natürlich nicht leicht ist mit einem Mann weniger. Und dementsprechend hat uns das natürlich in die Karten gespielt und dann haben wir es echt konzentriert gemacht und haben natürlich einen extrem wichtigen Doppelschlag dann nach der Halbzeit gelandet. Und dann war es auch gut, weil dann konnten wir viel laufen lassen in Ball und Gegner und das haben wir auch ganz gut gemacht und ja, sind wir happy. Und zumindest über Nacht seid ihr jetzt auch Tabellenzweiter, so kann man mal ins Wochenende starten, oder? Ja, klar, Tabelle ist natürlich die eine Sache, das kann sich ja noch verändern, aber also uns war wichtig, dass wir entspannt ins Wochenende gehen können und erstmal ein kleines Zeichen gesetzt haben damit, mit dem Sieg. Und was dann jetzt noch kommt, das können wir ja eh nicht beeinflussen. Wir haben das gemacht, was in unseren Händen lag und das war zu gewinnen. Und jetzt liegt es in unseren Händen, uns gut auszuruhen für Dienstag und dann da wieder Vollgas geben. Dann gucken wir noch ganz kurz schon, du hast gesagt, Dienstag vor Richtung Uerdingen, es wird dann vielleicht doch ein Gegner mit einem anderen Kaliber sein. Boah, ich weiß gar nicht, die erste halbe Stunde war schon sehr schwierig heute. Also, das war ein sehr unangenehmer Gegner. Haben dann mit ihrem 5-2-3 immer drei Mann vorne gehabt. Bosic hat die Bälle dann teilweise gut festgemacht und dann in die Gassen gespielt. Also, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber das war schon sehr, sehr schwierig. Also, der Platzverweis hat uns extrem in die Karten gespielt. Und also, wenn das 11 gegen 11 zu Ende gegangen wäre, wäre es sicherlich ein super Fußballspiel gewesen, aber auch sehr schwierig. Also Chemnitz ist schon eine Mannschaft, die unangenehm ist.